So, also, der 26.07. heute hier in Zwönitz am bzw. auf dem Markt. Und ich denke mal, spazieren gehen ist sehr gesund. Das ist das Rathaus. Ja, also ein paar Leute sind schon mal mit da. Wie gesagt, es spricht sich schon rum, dass gesunde Spaziergänge stattfinden hier in Zwönitz. Und ja, fast in um die 70 Städten in Sachsen. Und das ist doch schon mal eine feine Sache. So, also ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, spazieren gehen ist sehr gesund. Vor allen Dingen hier in Zwönitz und auch in, sagen wir mal, ca. 70 Städten natürlich in Sachsen. Ich muss aber dazu sagen, ich glaube, in Thüringen sind auch noch ein paar Orte, die das auch mitmachen. Aber wie gesagt, kann ja jeder mal reinschauen in die Liste von den Freien Sachsen. Und da steht das natürlich drin. Jawohl. Ist das gescheit groß? Was haben wir hier? Pferdefreundliche Gemeinde. Ja, super. Ja. Also, sehr schön, sind wieder ein paar Leute zusammengekommen, die hier durch Zwönitz spazieren gehen. Und ja, finde ich echt gut. Bin extra angereist von Chemnitz. Und wie gesagt, schön Erzgebirge oder das hier im schönen Erzgebirge ist immer eine Reise wert, wer Zeit hat und das ausnutzen will. Ich denke mal, da gibt es ja viele, viele Pensionen bzw. Hotels und da könnt ihr es mal anschauen. Heute gibt es mal wieder eine andere Runde, bin ich noch gar nicht gelaufen. Und das ist ja natürlich auch mal was Schönes. Da sieht man wieder ein paar andere Straßen und Häuser. So muss es sein. Also heute 15 Uhr. Ich denke mal, hier hat es ein bisschen eher geschüttet. Und ja, also ich kann es nur von Chemnitz sagen. Pünktlich nach Arbeitsschluss fing das an mit etwas Tröpfchen und dann wurde das richtig heftig. Und ja, aber wir haben es überstanden. Das Auto ist wieder sauber. Ja. Ja, ja. Straße, ja. Wie immer, ja. Ja, dort erwischt es öfters mal. Naja, ist schon. Ich habe gestern ein Video gesehen, das muss aus der Schweiz gewesen sein, ich weiß aber nicht in welcher Höhe. Da hat es so 4-5 cm geschneit gehabt und unheimlich geregnet. Also, das ist Wahnsinn. Also, dort, wo das Wasser jetzt nichts weggespielt hat, da war 4-5 cm Schnee. Überall, fast flächendeckend. Und es könnte sein, dass es so gegaukelt hat oder was. Es sah auf jeden Fall richtig weiß aus überall. Und natürlich die Straßen wie so Fluss. Ja. Sagenhaft. Ja. Nee, wenn das jetzt bei 1000 Meter oder sowas ist hier, zum Beispiel hier in der Schweiz, ist das nur kein Problem. Und ja, dann kommt eben auch im Sommer Schnee runter. So, also Stimmung kommt auch auf. So sollte es eigentlich sein. Und was man auch wieder sagen könnte eigentlich, habe ich aber schon öfters mal erwähnt, dass im Prinzip jeder Arzt eigentlich Spaziergänge befürwortet. Also das ist schon mal gut. Und ob im Wald oder in der Stadt, spielt erstmal keine Rolle. Bewegung, Leute, Bewegung ist wichtig. Und natürlich, was auch wichtig ist, lasst euch euren Humor nicht nehmen. Das ist eine
eine Einstellungssache, dass auf jeden Fall Humor wichtig ist. Und wer das beherzigt, ja, der kommt selig, denke ich mal, ein bisschen besser rüber. Und egal wie schlimm das ist und wie schlimm uns bestimmte Sachen zugemutet werden. Ja, Leute. Aber es sind schon ganz schön ein paar Leute gekommen. Und wie weit? Von uns sind ungefähr 20, 30 vielleicht noch. Ja, sehr schön. Ja, also Freund und Helfer in die Stadt, Karossen in blau-weiß oder blau-silbern sind natürlich auch da. Hat es heute schon einen kleinen Zwischenfall gegeben. Ich will es bloß mal mit erwähnen, warum, weshalb, lassen wir mal weg. Ja. So ist es. Corona-Schnelltestzentrum, naja, gut. Absolut. Ja, also die Autofahrer, die jetzt halten mussten, die haben das super hingenommen. Kein Gehube, nichts. Im Gegenteil, Daumen nach oben. Das finde ich ja schon mal gut. Schöner wäre es natürlich, wenn sie mit spazieren gehen würden und nicht Auto fahren. Aber wer weiß, wo sie hin müssen. Ja. Ja, also heute eine ganz andere Strecke. Also es wird nicht langweilig. Nicht, dass wir jedes Mal die gleiche Strecke laufen und mit den vielen Straßen und Gassen hier in Zwönitz. Sehr schön. Gibt auch sehr viele Brücken über den Bach bzw. den Fluss. Schreibt euch mal. Hallo. Richtig, habe ich mir vorgenommen. Richtig. Habe ich mir vorgenommen, ja, dass ich heute wieder mal hier in Zwönitz bin. Genau. Na, nee, muss sein. Also wie gesagt, ich habe zwar das Problem eigentlich, dass ich immer ein bisschen kurzfristig das entscheiden muss. Zwecks Arbeit. Und das letzte Wochenende habe ich ja wirklich jetzt mal für mich, für meine Familie, für Haus, Hof und Garten gebraucht, wo ich dann wieder mal auf ein Level bin, wo ich sagen kann, jawohl, jetzt bin ich soweit durch mit Grasmähen und allem drum und dran, wo das auch, wo man das sieht, dass es schön aussieht und dass man sich dann erfreut, wenn man dann rausgeht oder wenn man dann sagt, ach, das müsst ihr noch machen, das müsst ihr noch machen, das und das und das. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig. Und das habe ich aber diese Woche, deswegen konnte ich nichts anderes machen. Und dann nochmal in eigener Sache wollte ich auch nochmal sagen, ich bin am Sonntag in Berlin und da ich natürlich da an den Sonntag eigentlich Brückengespräch machen würde, kann es sein, dass das Brückengespräch eine Stunde später anfängt, also circa 10 Uhr und das an einer Brücke oder irgendwo in Berlin. Mir schwebte eigentlich vor in Tempelhof, da steht Luftbrücke. Da ist irgendwo an dem Gebäude steht dort Luftbrücke. Das hat ja auch wieder mit einer Brücke zu tun. Und die Luftbrücke war ja im Krieg im Prinzip, wo dann die Leute dort Rosinenbomber dort starten und landen konnten. Na, also für die Ernährung zuständig waren. Und mal sehen. Es kann aber auch sein, ich mache an einer anderen Brücke das jetzt erst einmal nur so im Vorfeld. Weil an einer Autobahnbrücke hätte ich ja auch unheimlich viele. Also die Fahrt ca. 300 Kilometer eine Strecke nach Berlin hätte ich ja so viele Brücken. Aber ich werde mich dann auch beschränken auf Berlin. Und mal sehen. Also wie gesagt, ca. 10 Uhr
denke ich, dass ich da mit dem Livestream. Ja, die haben sehr viele Brücken hier. Genau. Venedig. Ja. Ja. Eigentlich ist es alles Sumpfgelände normalerweise. Die haben auch ihre Gebäude oder müssen ihre Gebäude alle auf Pfähle bauen. Und früher schon und neu auch. Also schon ja, bemerkenswert. Ja. Da bin ich ja auch gespannt. Aber ich ahne das schon wieder. Ich ahne das schon wieder. Die werden hier viele Sachen verbieten. Und dann werden die, wenn es jetzt mehrere Veranstaltungen sein sollten, da darf dann einer zum anderen nicht hin. Das wird dann unterbunden, dass die Menge oder die Menge der Menschen nicht so viel wird oder nicht. Ja, aber wir werden es sehen. Wieder ein paar Schweinereien einfallen lassen. Ja, ich gehe mal auch davon aus, da sind die ja berüchtigt bei solchen Sachen. Und natürlich, dann kommen die Medien, wenn dann vielleicht doch 500.000 Leute auf die Straße gehen, dann sind es eben bloß 10.000 oder 20.000. Ja, da wird wieder betrogen, belogen. Aber das kennen wir ja. Das kennen wir ja. Und deswegen gibt es die YouTuber, die das hier festhalten, wie es wirklich ist. Und das ist wichtig. Und das ist ganz wichtig, dass wir das festhalten können. Dass im Prinzip die Mainstream-Medien nichts sonst was draus machen können als ihren Berichten. Und das, denke ich mal, ist es auf jeden Fall wert. Zumindest ist die Mühe ist es dann wert. Weil wenn nicht die YouTuber, wer dann? Ja. Ich steine noch, dass wir immer noch ohne Lappen so auskommen, es wird nicht mehr lange gehen. Ja, also wenn man das überlegt, der Ministerpräsident, der Herr Kretschmer, wenn sich keiner impft, hat er mit Nächstenliebe nichts am Hut. Das muss man sich mal vorstellen. Das sollte jedem selbst überlassen sein, ob er sich impfen lässt oder nicht. Und dann sollte doch Herr Kretschmer oder auch andere mit Fakten die Leute überzeugen können. Aber wenn im Prinzip keine Fakten gibt oder zu wenig Fakten, dann geht die Sache natürlich nach hinten los. Ja. Dann ist das halt so. Ja, aber dann auf solche Ideen zu kommen, dass es keine Nächstenliebe ist, also es ist schon Wahnsinn. Und ich hoffe, dass das denen bewusst ist, die sich geimpft haben oder impfen lassen haben oder den Gedanken noch haben, sich zu impfen, dass sie an einem großen Versuch teilnehmen. Und ich glaube, wo war das? In Korsika sind dort 100% geimpft und eine Inzidenz von über 600. Da stellt sich doch die Frage, was ist da schiefgelaufen? Sollte man nicht immun sein nach einer Impfung? Aber wenn das schon nicht möglich ist, das hundertprozentig zu sagen bzw. zu versprechen, da muss doch was schiefgelaufen sein. Ja, also es sind so viele Ungereimtheiten und das hat eben mit gesundem Menschenverstand hat das eben nichts zu tun. Ja. Ja. Wenn wahrscheinlich der Herr Spahn, unser Gesundheitsminister, der hat wahrscheinlich zu Hause in seinem Ballast, hat er bestimmt eine Glaskugel. Da hat es ihn schon angezeigt, beziehungsweise hat er schon gesehen, dass im Herbst die Inzidenzzahlen bis 800 hochgehen. Aber wahrscheinlich, wie gesagt, Glaskugel. Was war der gleich? Banker, da war Banker. Also, hat mit Medizin nichts zu tun, sitzt dort an der Stelle, ja, Bankkaufmann und sitzt an einer Stelle,
wo es um Gesundheit geht. Findet den Fehler, Leute. Findet den Fehler. Er ist natürlich auch gleich noch Klimaexperte. Ja, ja. Man kann schon warnen, was in 80 Jahren ist. Ja. Falls das mit der Impfung und mit diesen Corona-Sache schief geht, kann man ja dann das nächste Steckenpferd von denen dann aufsatteln. Und da kann man ja dann den Leuten wieder Angst machen mit Klima. Also, wie gesagt, das sind natürlich Sachen. CO2, 0,004% gibt es da CO2 in der Luft. Findet den Fehler, kann man nur wieder sagen. Und was natürlich wunderbar geklappt hat, dass ab Januar den Leuten wieder tiefer ins Portemonnaie gegriffen worden ist durch diese CO2-Steuer. Das muss man sich mal vorstellen. Sagenhaft. Sagenhaft. Und die wenigsten Leute hinterfragen das. Die nehmen das, was in den Mainstream-Medien kommt, als gegeben hin. Und es wird eben nicht hinterfragt. Es tut aber ohne weh. Also das Hinterfragen schmerzt in der Regel nicht. Also es kann manchmal schmerzen, wenn man dann die richtige Wahrheit weiß und merkt, dass man da aber richtig auf den Leim gegangen ist, dann schmerzt das ein bisschen. Aber wie gesagt, das übersteht ihr. Das wird auf jeden Fall überstanden. Ja. So, also jetzt sind wir an der Sporthalle in Zwönitz. Ja, aber ist schon mal schön, dass die Leute es nicht ganz aufgegeben haben, dass es trotzdem weitergeht. Ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, es ist ein bisschen Urlaubszeit. Muss man den Leuten auch gönnen, die jetzt mit den Kindern, Enkel in Urlaub fahren, weil sie natürlich eine längere Zeit nicht die Möglichkeit dazu gehabt haben. Und da sollte man denen das auf jeden Fall gönnen. Aber ich denke mal, im Herbst, spätestens September, wird es dann wieder richtig eng auf den Straßen beim Spaziergängen. Gehe ich mal davon aus. Ich habe keine Glaskugel, aber das ist... Kriege Knaben wieder raus mit schwarzen Uniformen. Das kann natürlich passieren. Die Frauen und Kinder, ja, und Rentner. Heute war eine Gerichtsverhandlung und da hat irgendwie, ich weiß nicht, war es eine Frau oder ein Mann, hat praktisch gegen die Polizei Pfefferspray angewandt und das wurde natürlich ganz hoch angebunden und die Richterin, möchte ich mich nochmal bedanken recht herzlich, hat praktisch eine geringe Strafe für denjenigen ausgehandelt praktisch und der Polizei im Endeffekt eine Rüge erteilt, weil sie nicht verhältnismäßig gehandelt hat. Also das ist doch schon mal was, das macht schon ein bisschen Mut. Wie gesagt, das war heute erst und das ist schon viel wert. Weil die Verhältnismäßigkeit gerade hier in Zwönitz, die war hier nie gegeben, dass man so auf Leute eindreschen bzw. Pfefferspray einsetzen musste. Also das war wirklich eine Schande. Eine richtige Schande. Ja, Leute. Also ich denke mal, mit dem Wetter haben wir heute auch Glück. Das ist schon mal gut. Es wird um 3 Uhr morgen in Chemnitz ganz schön regnen. Ja, da hatte ich gerade Feierabend. Um 4 Uhr habe ich Feierabend. Ja, also ja. In Ruhe, aber, ja. Ja, pünktlich. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt gehabt. Komm, ich bin raus dort, habe ein paar Spritzer abgegriffen, wo ich am Auto war, dann soll es richtig losgehen und dann wird es noch viel schlimmer. Ja. Und gerade in Chemnitz, hier hatte ich das jetzt noch nicht ganz so gesehen, aber in Chemnitz zum Beispiel Baustellen en gros. Man weiß wirklich nicht mehr, wo man langfahren soll. Und wenn man dann die und die Variante einschlägt, da steht man wieder vor irgendwelchen Baustellen und Umleitungen und allem drum und dran.
das ist schon, ja, dass natürlich bestimmte Sachen auch gebaut werden müssen, ist auch logisch, aber man kann es teilweise dann auch übertreiben. Ja. Ja, weil ich jetzt gerade, ich hatte es auf Telegram mit geboostet gehabt, muss man sich mal vorstellen, ich wollte gestern ein Bad einlassen und da kam nur Rostbrühe raus aus dem Wasserhahn. Die Badewanne, man kann es sehen im Telegram-Kanal und bei Facebook habe ich das veröffentlicht gehabt, waren etliche, die da hier gute Ratschläge gegeben haben und auch ein bisschen auf die Lustige genommen haben. Und das fand ich ganz gut. Und ja, also hat er dort angerufen. Da kam jemand von 1, das ist der Versorger für Trinkwasser, und hat sich das angeguckt. Und angeblich wäre das so, ich wohne praktisch, also ich bin einer der Abnehmer. Hallo, grüße. Einer der Abnehmer im Prinzip, die am Ende dieser Wasserleitung wohnt, und diese Wasserleitung ist, weiß nicht, ob Eisen- oder Gussleitung, noch eine ältere. Und jedenfalls, Haus gegenüber, da wohnt so gut wie niemand, und da sind nur noch 2 Abnehmer. Und da kam eben, muss aber dazu sagen, das hatte ich eigentlich noch nie. Das war noch nie so. Wenn irgendwo mal Wasserrohrbruch ist, dann kann das mal passieren. Aber so schlimm. Und da hatte ich die erste Badewanne wieder ausgelassen. Hatte gedacht, ja, vielleicht die zweite, die wird bestimmt etwas heller. Nein, leider. Es wurde noch dunkler und dreckiger. Also das ist Wahnsinn. Also ich bin nicht zum Bade gekommen. Und ja, also das ist nur mal so... von gestern, absolut, da war ich ja auch wieder satt gewesen. Ich sag schön, in der Badewanne mal noch schön mal eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde mal liegen. Nein, ist mir nicht vergönnt gewesen. Was soll's. So, also... Gute Gesprächsstoffe haben die Leute, das hört und sieht man. Och, eine feine Sache. Ja, sei. Ja, sei. So, also, super Stimmung hier in Zwönitz. Vielen Dank an die, die gekommen sind und Gesicht zeigen. Das ist doch schon mal eine feine Sache. Super, klasse. So muss es sein, Leute. So muss es sein. Herzgebirg, los, hi. Ja, Temperatur haben wir ungefähr 20, 21 Grad hier, und ja, der Schritt ist ganz schön schnell, also die laufen schon ganz schön zügig. Die laufen schon ganz schön zügig, aber wie gesagt, Bewegung ist sehr gesund und spazieren gehen einfach eine super Sache. Jetzt müssen die Leute bloß noch ein bisschen recherchieren, eventuell, warum die Leute jetzt hier spazieren gehen. Und ja, also dann kommen wir der Sache noch ein bisschen näher. Die Leute dann nicht vom Balkon. Nächste Woche 19 Uhr!
dass die Leute nicht vom Balkon praktisch zuschauen, sondern mit spazieren gehen. Wäre auch eine schöne Sache, aber wie gesagt. Ja. Aber so ein Spaziergang, da gibt es schon etliche Leute, zumindest hoffen, dass er aufweckt, dass die Leute aufwachen. Aber wie gesagt, es sind eigentlich noch viel zu viele, die schlafen in diesem Schlafland. Kleine, da guckt ja, das also, wir kommen denn die halben Leute her, wo sind denn die hin? Ja, ne, hat Grund und gesund ist es ja allemal, in der freien Natur spazieren zu gehen. Klasse. So. Da hier, die ernsten Autofahrer, die kennst du nicht mehr stehen, ja. In Ellerdamm auf Ja, da gibt es eben unterschiedliche Meinungen, Einstellungen, aber also heute muss ich sagen, also die meisten haben es eigentlich akzeptiert, die haben nie gehupt oder sowas, die haben dort schön gewartet, bis die ganzen Leute hier vorbei sind und das ist ja schon mal gut. Ja, langsam wissen. Ja, auf jeden Fall. Und wenn die Leute das eben planen können, dann müssen sie es eben auf einem anderen Tag oder später oder früher dann machen, wenn sie wohin müssen. Aber naja. Was mich auch wundert, die Polizei ist jetzt nicht groß, jetzt sind die mit. Ja, die letzten Wochen sind immer größer da. Und ja. Ich habe sie vor 2 Wochen, habe ich irgendwo gehauen, die Stimmen ja wieder auf dem Markt. Ja, ja. Und wirklich schnell eine Polizei hingestellt. Ja. Ja. Spaziergang gemacht. Und dann sind wir zum Auto gegangen und wollten dann einsteigen. Da stiegen die auch schon ein in ihren Transporter. Ja, und wir fuhren dann los und die fuhren dann hin und her. Ich dachte, wir fahren ja so heim. Ja, und dann 2 Nitz raus. Doch, wir schon, ja, die biegen ja eigentlich vorne ab. Vorne. Fahren immer noch hinter dir. Ja, und dann die gingen zwar links weg Richtung Geier. Vorne lange Stück ist das so. Ja, ja. Und da kamen sie irgendwo da hin und her und auf einmal kam das Blaulicht. Oh. Und da war eine Kontrolle. Aha. Ja. Aha. Daten, die haben scheinbar noch was gebraucht für den Dorf. Ja, ja. Naja, ja. Ich weiß gar nicht mehr, was ist das für eine undefinierbare von der Aktion, die Kontrolle, also von der Aktion war. Also keine Verkehrskontrolle. Ja, es war eine undefinierbare, die durften es wahrscheinlich gar nicht, weil das war so eine Bereitschaftspolizei. War der Deutsch und dann noch, ja, wir haben die Verfügung, wir sind in einem Radius von 30 Kilometern von Chemnitz und dann dürfen wir das nicht. Ja, also das würde mich das so interessieren, ja, sondern ob das nie so ist. Das, ne? Ja, aber ein paar Schikanen müssen ja damit eingebaut werden. Ja, also müssen nicht. Das machen bloß bestimmte Leute, aber naja. Nicht jeder ist ein normaler Polizist, es gibt genug. Nee, das ist schon Wahnsinn, was da hier vor Ansichten hat und allen drum und dran. Und wie gesagt, die kommen ja eigentlich auch aus der Mitte und stehen mit beiden Beinen im Leben und bekommen ja auch mit, was da hier so abgeht. Na, und auch von anderer Seite, wie zum Beispiel in Würzburg, wo da 3 Frauen abgestochen worden sind. Muss man sich mal vorstellen. Und was dann nur draus gemacht wurde, dass da mal in Chemnitz war, dieser, und hat dort ganz schlechte Erfahrungen gemacht, angeblich. Und da fällt ihnen eigentlich nichts mehr ein, wie dann irgendwelche Verbindungen geknüpft werden. Und das ist ja eigentlich das, was die Polizisten eigentlich als erstes, wenn sie wollen, mitbekommen, was dann schiefläuft. Aber wie gesagt, es gibt auch genug, die sind okay, die sind auch auf unserer Seite. Können es teilweise nicht so richtig zeigen, aber ist schwierig, aber ja.
Man kann bloß hoffen, dass sich wirklich mal was ändert zum Positiven, dass sich bestimmte Kräfte hier im Land sich selber, müssen wir mal aufpassen, was ich sage. Im Prinzip ist es ein bisschen schwierig. Also bestimmte Kräfte sich selbst entlarven. Ja. Und eine schöne Sache ist eigentlich, wenn man das sieht, dass hier 2 Millionen Woche für Woche in Frankreich unterwegs sind. Und unseren Mainstream-Medien wird eben sowas nicht berichtet. Und dann sage ich mal, finde den Fehler und finde es heraus, warum. Ja. Auch in Griechenland macht. Ja. Genau. Ja, irgendwas lässt sich natürlich da finden. Ne? Aber das hat eben nichts mit einer Berichterstattung bzw. eine Pflicht zur Berichterstattung. Das hat man dann nach dem Zweiten Weltkrieg so. Deswegen wird das ja vom Volk eingetrieben bzw. Ja, also GEZ, das kann man ja gleich mal mit sagen. Man muss sich mal vorstellen, zwei machen einen Deal oder ein Geschäft über einen Dritten. Und der Dritte ist im Prinzip der, der dann zahlen muss oder soll. Das muss man sich mal vorstellen. Du kannst doch genauso machen. Du kannst sagen, okay, ich mache mit meiner Mutter jetzt einen Deal, ja, dass jeder in meinem Ort an mich pro Jahr 10 Euro zahlen muss. Ja, ja. Ja, genau. Müsste machbar sein, aber wie gesagt, das muss man sich mal vorstellen. Und der, der dort zahlen soll, hat nicht die Möglichkeit, um zu sagen, jawohl, ich möchte das oder ich möchte das nicht. Also das ist das Einfachste. Das ist ein bisschen komplizierter. Also ich bezahle auch schon über 2 Jahre nichts. Jetzt ist erstmal wieder ein bisschen Ruhe, muss ich dazu sagen, im Vorfeld. Super. Super. Ja, ja, das sitzt immer noch. Der Georg Thiel. Oder Thiel. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Das ist eine Schweinerei. Wo der Lebenszeit praktisch, die er dort im Gefängnis absitzt, für sowas. Und dann. Ja. Er hat das Problem, er ist eine Person. Er hat sich darauf eingelassen, als Person. Als Person, nicht als Mensch. Nicht als Mensch. Das ist das, das Problem, was wir haben. Ja, ja. Und dadurch, dass wir alle staatenlos sind, das ist unser Hauptproblem. Das ist unser Hauptproblem. Wir müssen dafür sorgen, dass wir unsere Staatsangehörigkeit Dass wir die wieder bekommen. Ja. Weil nur mit unserer Staatsangehörigkeit, wenn wir die wieder haben, nur damit kommen wir raus aus diesem ganzen Dilemma. Und das geht nur, wenn wir alle noch dabei sind, dass wir bis vor 1913 im Prinzip hier Bodenrechte hatten. Hier Bodenrechte, genau. Und die Vorfahren Bodenrechte bzw. geboren worden sind. Das wird zu den angegebenen Volk gehören. Ja, ja. Nur damit können wir im Prinzip Bodenrechte beanspruchen. Richtig. Ansonsten haben wir keine Chance. Ja. Alles andere, die mit, ja, mit Personalausweis oder was weiß ich, bist du halt. Personal. Ja, Personal von. Ja, eine Sache. Personenstandswesen, Paragraph 21. Der Staat ist deutsch. Ja. Nicht Deutschland, sondern deutsch steht einfach. Staatsangehörigkeit deutsch. Ja. Ist aber nur eine Sprache. Deutsch ist eine Sprache, genau. Richtig. Oder eine Region. Ja. Es sei denn, die haben Österreich und Südtirol und so weiter schon wieder einkassiert. Das wissen wir nicht. Wenn sie dich schon wieder verändern können, dann kannst du es für alle nehmen. Richtig. Ansonsten, die Österreicher sind deutsch, die Südtiroler sind deutsch, Schweizer. Ja. Also es ist nicht speziell für eine Volksgruppe hier in Deutschland, wie es eigentlich sein sollte. Und das sollte die Aussage eigentlich sein. Ja, genau. Und die ist es nicht. Ja. Naja, Wahnsinn. Ja, und da sind auch schöne, also kursieren etliche Fotos und Artikel, dass man die GEZ abschaffen sollte, so schnell wie möglich. Und Frankreich macht das zurzeit auch.
Ich hoffe, dass das bei denen gelingt. Und das wäre natürlich die 216 Euro oder wie viel das sind im Jahr, was die Familien das bezahlen müssen. Manche müssen sogar noch mal bezahlen, weil sie ein Geschäft haben oder irgendwas anderes. Das muss man sich mal vorstellen. Und ja, aber das wäre ja doch ein Beitrag für die Entlastung der Familien mit den 200, ich glaube 216 oder 17 Euro oder irgendwie sowas ist es. Und das wäre doch der Anfang für eine gute Geste in Richtung Familie, Familienpolitik. Ja, mal sehen. 8,6 Milliarden. Für Hass, Hetze und Propaganda. Ja. Richtig. Ja. Und da geht es richtig um viel Geld. Und das Schlimme ist ja eigentlich, ja noch mehr, wenn das so wäre und die Mainstream-Medien müssten sich jetzt den Kuchen mit den Privaten teilen, ja, da bleibt dann für den auch nichts mehr übrig. Und deswegen machen die alle in eine bestimmte Richtung. Und das ist das Dilemma, in dem wir jetzt stecken. Das ist das Problem. Ja, also, jetzt sind wir wieder hier auf dem Marktplatz, beziehungsweise am Marktplatz, hier oben die Kirchturmspitze. Und da haben wir das wieder geschafft. Also spazieren gehen ist wirklich sehr, sehr gesund. Und das wird jetzt hier jeder sagen. Mal sehen, ob heute noch das Steigerlied angestimmt wird. Möglich. Mal sehen. Ja, also. Wetter hat natürlich ausgehalten. Schaut's an. Wunderbar. Sehr schön. Wenn enge Reisen sowieso. Ja, genau. Das kostet nicht Regen, bei uns kann nur der Sonnenschein. Jawohl. Aber 50 ist immer noch da. Zumindest ist dann bei solchen Spaziergängen. Und das ist ja schon mal wichtig, ne? Ja. So, also ich werde dann, wenn ich das beendet habe, das Video, werde ich natürlich das dann zeitnah hochladen. Also da kann man nur sagen, danke Zwillnitz und die Angereisten für diesen schönen Spaziergang.
Bewegung ist sehr, sehr gut, sehr schön. Also ich bin auch ein bisschen ins Schwitzen gekommen. Nächstes Mal vielleicht kurze Hosen anziehen, wäre vielleicht günstiger, aber es geht auch so. Und ich freue mich wieder, hier in Zwönitz gewesen zu sein und möchte mit diesen schönen Bildern die Übertragung beenden bzw. das Video beenden. Und was ich immer sage, seid und bleibt immer schön patriotisch, macht's schön gut. Und wie gesagt, was ich vorhin angesprochen hatte, am Sonntag in Berlin, Brückengespräch fängt erst 10 Uhr an. Ich werde es noch bei Community reinstellen und das werde ich dann auf der Fahrt nach Berlin machen, beziehungsweise wenn ich dann in Berlin bin. Nur mal so zur Info. Also, ich wünsche euch einen schönen Abend und natürlich eine schöne Woche. Tschüss.